Das müsste dann 21, 6, 5, 9 sein. Gut, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. So, der Greenscreen spinnt ein bisschen, aber dann ist das halt so. Mehr als das Licht anmachen kann ich nicht. Und ja, auf jeden Fall, ich habe ja gesagt, ich gehe pennen. Macht den Weg frei und diesmal wollen wir den Sumpfdrachen klatschen. Da wollen wir jetzt mal wirklich vorwärts gehen. Hat der Rod uns noch irgendwas zu sagen? Was ist los mit dir? Ach, diese Stiefel, diese verdammten Stiefel! Der hat Probleme mit den Schuhen. Gut, wenn du sonst keine Probleme hast, gerne. Salva! Jetzt wäre ein guter Moment, um aufzubrechen. Packen wir's. Gut. So, die helfen mir natürlich bei dem Drachen, das ist wichtig. Von daher, ich habe gepennt, wir haben alles voll. Hier hinter der nächsten Biegung beginnt der Sumpf. Ich schlage vor, wir gehen hier weiter gerade durch. Du kannst aber auch den Gang da drüben checken, damit uns keins von den Viechern in den Rücken fällt. Was ist dir lieber? Verlieren wir keine Zeit. Gut, ich folge denen jetzt einfach, weil wir haben ja jetzt schon alles fertig. Das bedeutet, die sollten da jetzt ohne Probleme durchkommen. Ich kann das Vieh schon hören. Wir haben die vor und sie nach. Gut, die laufen jetzt erstmal bis zu einem gewissen Grad. Ich muss ja mit dem Drachen, wie gesagt, noch sprechen. Die sind ja erst verwundbar, die Viecher, wenn wir mit denen gesprochen haben. Wehe dir, wenn du noch eine... Ah, das Auge Innos scheint zu funktionieren. Es kamen schon viele deiner Art. Ich habe sie alle hinweggefegt. Pandodor. Du machst mir keine Angst mit deinen Sprüchen, du stinkende Ausgeburt der Hölle. Sag mir, was ich wissen will, oder ich werde dich in deinem Blut ertrinken lassen. Du kleiner Wurm, wagst es mir zu drohen? Nenn mir nur einen Grund, warum ich dich nicht gleich in tausend Stücke zerfetze. Ich bin ein Gesandter Innos und trage das geweihte Auge bei mir. Du hast keine Wahl. Du wirst dich meinem Willen beugen oder ich werde dich vernichten. Sag, was du von mir willst. Wer bist du? Mein Name ist Pandrodor. Und du wärest gut beraten, wenn du wieder unter den Stein kriechst, unter dem du hervorgekrochen bist. Wo finde ich den Rest von euch widerlichen Kreaturen? Die Elemente, aus denen alles gemacht ist, halten diese Welt zusammen. Jedes Einzelne steht für die Fähigkeit, einen Teil der Welt zu kontrollieren. Suche nach den Elementen und du wirst die anderen finden. Diener des Bösen, warum bist du hier erschienen? Bist du nur gekommen, um Angst und Schrecken zu verbreiten? Der höhere Sinn unserer Zusammenkunft in dieser Welt, kleiner Mensch, wird dir verborgen bleiben. Natürlich, wie jeder anständige Drache, hat er einen Schatz. Den will man natürlich auch an uns reißen. Um euch wieder aus der Welt der Menschen zu verbannen. Bevor du handeln kannst, musst du erst den Sinn unserer Zusammenkunft verstehen. Doch wird dir niemand aus freien Stücken davon berichten. Allein das Auge könnte unsere Zungen lösen und dir unsere wahren Ziele offenbaren. Allerdings wird dir das nichts nützen, wenn du tot bist. Ja, ja, du überheblicher Drache. Hat dir den Zugang gewährt. Doch ob du meiner würdig bist, wird allein... Wie bringe ich die anderen Drachen zum Reden? Allein mein Herz könnte dir helfen, die Macht des Auges zu erneuern. Aber es wird dir nicht gelingen.
Genau, also das Auge Innos gibt uns die Macht, so ein Gespräch mit denen zu führen. Danach ist das Auge halt erloschen, dann können sie uns angreifen und wir müssen die halt besiegen. Die Macht des Auges ist verbraucht. Gut. So, die Jungs greifen jetzt an. Wenn der sich umdreht, renne ich hin und hau dem einen in die Fresse. Und wieder eins von diesen Biestern. Backen, aber mit den beiden ist das echt... Ups, sorry, Cypher. Aber super. Das war's mit dir, du Mistvieh. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Das habe ich automatisch gekriegt. Okay, super. Dacht schon. Verdammt. Ist er tot? Beruhige dich wieder. Es ist vorbei. Junge, war das ein Brocken. Jo, das war wirklich ein Brocken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Der Typ, echt der Hammer. Jo, das war der Schwächste. Das bedeutet, die Drachen geben alle von Stufe zu Stufe, je stärker die werden. Alles. Diese Stiefel bringen mich nach um. Die neue Rüstung ist zwar klasse, aber wieso müssen die Riemen an den Stiefeln bloß so festsitzen? Mache ich sie lockerer, fallen sie mir fast von den Füßen. Ja, das ist schlimm. Wo hast du die Stiefel her? Bennett, der alte Haudegen, hat sie uns Drachenjägern angefertigt und hat sich den Mist auch noch großzügig bezahlen lassen. Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann stopfe ich ihm die Dinger in den Rachen und hol mir erstmal mein Geld wieder zurück. Gut, super. Der Sumpfdrache ist hinüber. Dann werde ich auch nicht so viel Zeit verlieren. Keine Ahnung, warum die jetzt hier das Gold nicht wollen, aber wir können auch nicht alles mitnehmen. Jetzt lassen die sich nämlich hier ganz großzügig bezahlen. Diese Lümmel. Ja, natürlich erstmal alles so gut mitnehmen, wie es geht. Gibt es hier noch irgendwas? So eine Steintafel oder so wäre ganz nett. Die sind nämlich ein bisschen mehr wert als dieser ganze andere Kram. Aber ansonsten gibt es hier nichts, ne? Nö. Gut, wollen wir mal gucken, was der uns so gegeben hat. 6 Lederbeutel. 300. Knapp 400 mit dem ganzen Goldgeschiss. Ist da was drin? Nein. Ja, die geben halt so ein paar kleine Silbersachen, ein bisschen Goldsachen. Das ist ja jetzt aus irgendeinem Grund leider nicht so viel wert. Und dann können wir... Und halt ein paar Lederbeutel. In seltenen Fällen gibt es, glaube ich, auch die ein oder andere Steintafel dort. Wäre ganz nett, wenn die halt jeder Drache hätte, weil das war schon echt... Ja. Weißt du was? Wir könnten uns eigentlich zur Burg teleportieren. Warum eigentlich nicht? Ja, der Drache ist halt, wie gesagt, jetzt echt nicht... Die Drachen sind echt nicht schwer, sind echt nicht einfach. Hier hatten wir jetzt Glück, dass wir zwei Freunde hatten, die uns da geholfen hatten. Also Biff, Cypher und Rod. Das war schon mal ganz gut. Dann geben wir Bericht. Die geben uns nämlich jetzt immer Hinweise zum nächst stärkeren Drachen. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Einen von ihnen habe ich schon getötet. Kannst du mir sagen, wo ich die anderen finde? Es gibt da eine Felsenfestung im Süden, noch weit hinter dem Vulkan. Die gleiche Stimme wie Diego. Unsere Späher haben berichtet, dass die Festung schwer bewacht ist. Vielleicht findet sich dort einer von ihnen. Der Steindrache. Irgendwelche Neuigkeiten? Hoshpaks Tod scheint die Orks verunsichert zu haben. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Ich mache mir Sorgen. Große Sorgen. Weswegen? Vor kurzem sind hier diese Männer aufgetaucht. Sie nennen sich selbst Drachenjäger. Für mich sind das alles nur Tagediebe und Verbrecher.
Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern. Findest du nicht, dass du übertreibst? Ganz und gar nicht. In unserer Situation brauchen wir Männer, die mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Krieger, die das Feuer Innos in den Herzen unserer Kämpfer wecken. Stattdessen zerstört dieser Abschaum die Moral meiner Krieger. Du solltest ihnen eine Chance geben. Die bekommen sie ja. Leider. Garond ist überzeugt davon, dass sie uns eine Hilfe sein können. Das denke ich aber allerdings ich werde auch. Sie im Auge behalten. Wir haben genug Probleme mit den Orks. Wir können wirklich keinen weiteren Ärger gebrauchen. Und sonst? Ach, lass mich in... Drecksack. Also wir hätten auch, glaube ich, ganz andere... wir hätten auch noch weiter mit dem schwätzen können. Und dann hätten wir... Dann wäre halt irgendwie immer weiter sauer geworden. So, hier, Vorsicht, mein Freund. Jetzt komm mal runter. Naja, komm, ist egal. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich habe den Drachen im Sumpf östlich von hier getötet. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Gut, der Steindrache, ich weiß auch, wo der ist. Ich glaube, da kriegen wir auch Hilfe. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Ich muss auf jeden Fall nochmal zurück zu dem, zum Magiergeschoss. Ritter, Waffenknecht wahrscheinlich. Jo, Waffenknecht. Entspann dich wieder. Ja, Meister. Ich werde mich... Gut, super. Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Küste. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Ich verstehe. Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind angekommen. Sie wirken auf mich wie zähe Hunde. Und ich hoffe, das sind sie, denn sonst werden sie nicht lange überleben. Er ist wenigstens nicht so. Zeig mir deine Waffe. Nicht so böse wie die anderen. Kann ich irgendwas bei dem loswerden? Ich kann bei dem halt nichts kaufen. Okay, gut, blöd gelaufen. Amulett der Erzhaut ist natürlich auch sehr geil, eigentlich. Habe ich so eins? Nö. Yay, ich habe kein Amulett der Erzhaut. Tausende, ist mir das wirklich. Ist es mir wert? Nö, orkisches Kriegsschwert. Kann weg. Hier siehst du, benötigte Stärke 100, Schaden 80. Das ist ja echt lachhaft. Paladinschwert, mittlere Ork-Axt. Eine Spitzhacke behalte ich mal im Laufe, dass wir sie brauchen. Senkrads Armbrust. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich behalten sollten. Edles Bastardschwert? Nö, eigentlich nicht. Wir haben alles, was wir brauchen. Okay. So, ich gucke jetzt nochmal, ob der Engrom noch was für mich hat. Stimmt, wir haben ja so viele, weil wir den Kerolot gefunden haben. Der war ja unser Händler im zweiten Dingsbums. Dem haben wir den ganzen Scheiß verkauft, Kohle gemacht. Jetzt im vierten Kapitel. Zack. Sollte ich das alles mitnehmen? Ja, komm, warum eigentlich nicht? Den nehme ich auch noch mit. Alles andere macht keinen Sinn. So, Feuerfall Rune haben wir. Schwere Wunden heilen behalte ich. Mittlere Wunden heilen haben wir als Rune. Genauso wie leichte Wunden heilen. Okay. Weil die Spruchrollen brauchen wir nicht, wenn wir die dementsprechende Rune besitzen. Großer Feuerball, vergessen, Feuerregen, kleiner Feuersturm, schwere Wunden, Untot vernichten, Blitzschlag, Licht, Eiswelle, großer Feuerdorn, Schlaf, Golem, Wolf rufen, Verwandlung, sind eigentlich auch ganz nice, können wir ein bisschen Gegend erkunden, wenn wir halt zu schwach für irgendein Gebiet sind, aber da theoretisch hin mussten.
Gut. Schickt. So, jetzt lade ich das Auge Innos auf. Das machen wir einem alchemitisch. So, das müssen wir natürlich dann noch wieder tragen. So, Mana-Trunk. War das nicht der? Ich will mal gucken, ob der Mana-Trunk das war, was ich mir gedacht habe. Reines Mana 39. Jetzt machen wir einen Mana-Trunk. Reines Mana 39. Ja, okay, super. Was brauchen wir denn dafür? Dreimal Essenzen, ne? Drei Mana-Essenzen. Drei Mana-Essenzen. Das bedeutet, die Dinger könnten wir in die verwandeln. Wenn wir noch genug Feldknöterische haben. Das wäre natürlich super. Aber ich sag's mal so, wir haben so wenig Mana, dass wir das eigentlich gar nicht... Nee, so brauchen wir eigentlich gar nicht. So, ich glaube, ich mache mich dann auch direkt weiter. Weil mehr können wir hier jetzt auch nicht machen. Hast du noch irgendwas? Was für einen Magier? Nö, du hast wirklich nichts. Orkschlechter, Zweihand. Gut. Nee, du hast wirklich nicht so viele. Ich kann hier auch keine Stärke lernen, ne? Das ist doof. Da fehlen mir 11 Stärkepunkte und hier fehlen mir 31. Ist die Frage, ob ich das weitermachen möchte. Weil ich glaube, die Drachen sind schon relativ starke Gegner. Bevor ich jetzt mich aber noch auf den Weg zu dem Steindrachen mache, würde ich sagen, gehe ich nochmal hier hinten lang. Einfach um nochmal alles in Ruhe abzuklappern. Und vielleicht den einen oder anderen Aussteiger zu treffen oder was weiß ich, was hier so abging. Habe ich das eben nicht gelootet? Meine Güte, das ist ja schlimm hier. Bin mir echt... nicht mehr ganz sicher, wo der Typ dieses Schwert verloren hat. Vor allem darf ich die Zeit nicht vergessen. Hier war ich noch nicht. Man kann hier auch so ein bisschen tricksen. Da steht auch, da kann man nämlich auch hier hoch. Ich will mal gucken, ob ich das hinkriege. Kann man nämlich auch auf die andere Seite der Palisade sozusagen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir... Ich glaube, dafür brauchen wir Dingsbums. Geht das? Ich mal kurz überlegen. Man kann sich nämlich auch so ein bisschen hochhangeln. Soll zumindest gehen. Da gibt es nämlich auch ein... ja, komm, ist egal. Da gibt es jetzt... Gibt es halt auch so ein kleines, wie man hier hinten schon sieht. Ah, wo sieht man das? Hier hinten, da oben, in diesem Feld, da ist so ein kleines...
Hier heißt so ein kleines Schild und da ist halt die Welt zu Ende und da steht halt auch so ein ganz cooler Text drin. Da steht dann so, ja, hier sollten normalerweise einige riesige Horden von Orks drin sein, glaub nicht alles, was man dir erzählt, hier gibt's gar nichts und die Welt ist hier zu Ende und pipapo, eigentlich so einfach so was total Unrelevantes, aber Lustiges. Ja komm, den Maran mache ich platt. Warum hat der Varan jetzt so viel Damage gekriegt? Von was? Das frage ich mich halt. Erstmal alles ein bisschen voll machen. Ich will jetzt nicht zu viel Mana-Essenzen verschwenden, aber auf der anderen Seite YOLO. Gibt es auch nur Blauflehre und so ein Scheiß. Heilkraut, Heilwurzel. Das war alles ganz nett, weil wir aus diesen Wurzeln auch so permanente Tränke brauen können. Aber, wie gesagt, Nachteil ist halt, du brauchst für jeden von dem Geschiss halt auch wirklich so einen bescheuerten. Aber Varan, geh mich auf den Sack. Das ist ja grausam mit den Viechern hier. So, natürlich kannst du auch hier diesen Fluss entlang. Weiß gar nicht, ob das geht. Glaube normalerweise, also offiziell glaube ich nicht. Von daher werde ich das jetzt mal nicht probieren. Aber hier gibt es noch Heilwurzel. Heilkraut, normalerweise sollte ich das eigentlich nicht sammeln, aber wir können ja ganz viel Alchemie. Woher wir die auch können? Ich weiß es nicht. Habe ich das wirklich alles gelernt? Oder ist das so ein kleiner Glitch? Normalerweise habe ich mich auf die Lernpunkte in dem Sinne beschränkt, dass ich halt wirklich nur die permanenten Tränke brauche. Aber es kann natürlich auch sein, dass es ein Bug ist, wenn du die permanenten Tränke, die stärksten Tränke sozusagen, lernst zu brauen. Yay, ein Gehstock. In der Truhe. Dass du da vielleicht auch die anderen lernst, ohne Lernpunkte zu verschwenden. Da bin ich mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass es so wenig Lernpunkte waren, dass ich das nebenher einfach mal so gelernt habe. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich bin eigentlich ganz froh. Wie sieht's aus? Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper. Alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Stimmt, jetzt können wir eigentlich, der Wolf ist ja Dingsbums. Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Bei den Söldnern. Damals der macht war uns einer der auch. Hier in der Kolonie. Aber dafür müssten wir auch lernen, vermute, wie man dass den immer noch mit den Jungs rumhängt. Platten entreißt, aber... Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Geil. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Sicher, warum nicht? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. So, hier können wir lernen. Drachenblut und Drachenschuppen.
Ja, 6 Lernpunkte, Drachenblutzapfen, warum nicht? Blut entnimmst du am besten an seiner Bauchseite. Such eine weiche Stelle und stich mit dem scharfen Messer zu. Mhm. Was willst du wissen? So, Drachenschuppen. Drachenschuppen sind sehr hartnäckig. Aber gerade wenn du glaubst, du schaffst es nicht, löst sich das Ding von dem Rücken des Drachen. Super. Das reicht auch. Korn! Bruder! Ich will aber nochmal speichern. Ja, Drachenblut und Drachenschuppen zu zapfen ist eigentlich nicht schlecht. Sorry, Gorn, aber Erfahrung. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Nö. Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Nachts brennen dort Lichter. Und ich kann Schreie hören. Ein Drache? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären. Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Das sind die Echsenmenschen. Was für Unholde sollen das sein? Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. Was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Du meinst noch mehr, als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Kannst du mir helfen, in die Festung zu kommen? Ich weiß nicht so recht. Ich habe Angst, dass die Orks genau in dem Moment losschlagen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Das ist Paranoia. Kann's nicht ändern. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich zu spät käme, verstehst du? Andererseits, was soll's? Wozu bin ich hier? Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Sag Bescheid, wenn... Lass... Wie in... Auf jeden Fall. Also mit Born und Schlepptau ist echt Feuer. Ich hoffe, der verreckt mir jetzt nicht, während ich mich hier so ein bisschen hochheile. Der läuft aber auch nicht so weit weg. Okay, ich sollte doch mal schneller hinterher. Ja, Gorn. Warte mal. Hier, nimm den Heiltrank. Warte mal. Alter, jetzt muss ich mich auch noch um den kümmern. Shit. Hier, nimm den Heiltrank. Komm, der kriegt gleich direkt 2 von mir. Hier, nimm den Heiltrank. Ja, Gorn ist echt einer, ey. Das ist ein richtiger Fressbacken. Das gefällt mir nicht. Ich möchte halt auch nicht, dass der verreckt. Warte mal. So, du kriegst von mir jetzt auf jeden Fall nochmal so ein 3 Stück. Hier, nimm den Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Schickt. So, die Echsenschwerter nehme ich mal mit. Heilwurzel. Ich kann hier mit dem echt nicht. Go on! So, Stufe gestiegen. Ja, super. Der ist natürlich jetzt wieder hier reingerannt wie so ein Bekloppter. Und weg ist er. Finde ich gut. Oh, Gorn. Es war so klar. Thank you.
Also den Gorn möchte ich jetzt nicht verlieren, deswegen werde ich hier nochmal... Hier. Ich werde das jetzt alles so größtenteils überspringen. Ich werde den aber jetzt nicht mitnehmen. Noch nicht. Sag Bescheid. Weil das ist mir echt zu blöd, wenn der einfach da reinrennt wie so ein Bekloppter. Das werde ich jetzt beim nächsten Part in Ruhe machen. Das bedeutet, ich werde hier nochmal speichern und wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut!